da haben wir doch was gefunden. Ziele identifizieren. Ziele identifizieren und Strategiepläne finden. Raketen sabotieren, Ziele identifizieren. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Weiter geht's. Erstmal wieder runter. Und dann schauen wir mal, wo wir genau weitermachen. Hier gehen wir diesmal runter. Chip, 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 chip. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Rückzug. Rückzugsort oder Rückzugspunkt, Rückzugsweg, wie auch immer. Wir haben einen Weg zum Abhauen. Das ist immer das Wichtigste. Immer schön wissen, wie man wegkommt. Guck mal, und dann kann man auch so was machen. So. Dann hofft man darauf, dass der nicht schneller ist als man selbst. Dann schießt man. Und dann ist man erstmal besorgt, weil man denkt, jetzt kommt jemand und greift einen an. Aber es scheint so, als wären die alle nur voller Angst und würden erstmal nicht herkommen. Eine Wasserstoffperoxidanlage. So wird die Rakete also angetrieben. Ich muss den Bombern irgendwie signalisieren, wo wir hier sind. Die Wasserstoffperoxidanlage zu überlasten wäre einem... Okay. Ich habe jetzt gerade nur mit einem Ohr quasi zugehört, was er so sagt. Wasserstoffperoxidanlage überlasten. Boah. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ja. Aber da unten steht so ein Schützenpanzer und ich dachte, ey, der guckt ja eh nicht hier hoch. Doch tut er. Dieser Panzer guckt sehr wohl hier hoch. Oder zumindest in unsere Richtung. Und ich glaube, das ist echt ungesund für uns. Aber jetzt guckt er nicht mehr in unsere Richtung. Da ist einer. Da ist einer. Weißt du was? Ich schieße jetzt auf dich. Ich habe jetzt in dieser Mission schon genug Angriffe überstanden. Das Schöne ist, der sieht uns nicht. Hä? Ich habe da bei dem nichts zu markieren, ne? Keine Schwachpunkte, gar nichts. Wie kommt man dann an den ran? Bitte mal erklären. Das ist alles. Also ich könnte jetzt TNT hinwerfen eventuell. Du bist versteckt, ja? Nicht mehr. Ja, da sind die ganzen Lücken zu. Haben wir TNT? Kriegen wir das da hingeworfen? Okay, sie sind sauer. Ich glaube, sie sind wirklich sauer. Ups, Verzeihung. So. Oh, haben wir dich schon? Nö. Guck mal, Gewehrmunition. Jetzt sind wir wieder auf 40. Das habe ich mir doch irgendwann gewünscht. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ups, links rum. Rechts rum. So, man kann ja auch erstmal die Strategiepläne finden, ne? So. Oh. Da kommen welche angerannt. Irgendwo. Auf einem Laufgang oder so, vielleicht. Vielleicht. Schön die Augen offen halten.
sind gefährlich, die Gegner. Die töten einen nämlich. Da ist ein Panzer. Da sind viele Panzer. Hier ist ein Motor, das ist schön. Falsche Taste. Ja. Okay, das war schon die richtige Taste, aber falsche Aktion. So, jetzt haben wir erstmal Lärm. Das Ärgerliche ist echt. Ich weiß nicht, wo die sind. Ist das ein Gang oder? Okay, ich glaube, da vorne habe ich jetzt einen gesehen, hinter diesem Laster. Ich fürchte, der war nicht übertönt. Oh. Auch egal. Absicht. Völlig absichtlich. Das war so wirklich nicht geplant. So, mal gucken. Sind die da oben? Oh ja. Okay. Das heißt, wir können hier hoch. Oh fuck. Oh fuck. Schneller gewesen. Arschloch. So. Ich wechsle mal wieder auf den Stein. Und es war, glaube ich, sogar übertönt. Das ist ein unglaublicher Vorteil. So, jetzt gehen wir oben lang und schauen mal. Oh ja. Schade. Verbannt war da drin. Dass wir den anderen auch kriegen, der auch ein Scharfschütze ist und überhaupt nicht auf seine Umgebung achtet. Aber ist doch ganz gut. Jetzt haben wir allerdings den Panzer genau in unsere Richtung gucken. Ob das so gut ist und gesund, das werden wir wahrscheinlich später dann feststellen. Einfach ganz vorsichtig hier mal rauslinkern. Aber der ist sehr weit weg. Ich glaube, der kann uns gar nicht sehen. Ha. Du Arsch. Direkt gesehen. So, das wurde natürlich gehört. Da ist der Panzer. Das ist sehr gut. Können wir da auch reinschießen? So, Geschütz ist schon mal kaputt. Ich warte mal kurz. Wo ist das Opfer? Da. Durchsuche den eben. Und hol mir dann noch den Fahrer. Ich hoffe, dann ist der Panzer völlig außer Gefecht. Bin mir auch nicht sicher, ob wir die Panzer unten in der Halle noch eben vernichten sollten. Oder zumindest so sehr demolieren, dass sie nicht mehr verwendet werden können. So. Das wär's. Jetzt können wir da hinten wahrscheinlich auch ganz gut. Moment.
Nee, das ist was anderes. Okay. Schon gut. Hatte nur den Eindruck, da wäre noch was Wichtiges. Hätte ja sein können. So, hier haben wir auch wieder aufgeregte Hühner. Da haben wir einen, den wir offenbar irgendwann mal getötet haben. Sperrgebiet. So. Niemand zu sehen. Sonst kann ich keine Bewegung erkennen. Die Frage ist jetzt, ich glaube, wir gehen am besten in die Richtung und schauen uns erst das große Ziel an. Ziel identifizieren. Weil, na, oder wir müssen runter. Aber kommen wir halt nur über ein Treppenhaus, ne? Ich weiß jetzt leider nicht, wo eins ist. Nein. Hier, okay. Dann sind wir jetzt leise und holen uns dann doch die Pläne. Und eventuell sabotieren wir auch noch die Panzer. Ich weiß gar nicht, ob man Panzer sabotieren kann. Ich glaube, wir haben sie immer gesprengt. Es geht sogar noch tiefer. Okay. Ui, das ist hier der Eingang. Der große. Wo wir uns zuvor nicht hingetraut haben. So. Ganz langsam. Ach so, da ist unser sabotierter Motor irgendwo noch. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, die unterschiedlichen Grauschattierungen deuten auf die Ebene hin. Das würde bedeuten, auf unserer Ebene sind drei Gegner. Aha. So, dann möchte ich gerne mal was machen. Sekunde. Das will ich haben. Falsche Taste. So. Peng. Das war aber übertönt. Hey. So, die Frage ist, wo ist der Rest vom Schützenfest? Da ist einer. Der war nicht übertönt. Aber das muss ja auch nicht. Wir haben es ja bisher auch ganz gut ohne hingekriegt. So. Ich denke, wir können darauf losmarschieren. Das war mal wieder so ein Fall, dass wir einfach viel zu weit weg waren, dass die genau identifizieren konnten, wo, glaube ich, der Schuss herkam. Ach, guck mal, da ist noch einer. Hopp. Na komm, versteck dich doch nicht. Mist, wo ist er hin?